Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Wissen to go. Hier ist eine neue Ausgabe für euch mit einem Video, das endlich eine Lücke schließt. Es gibt auf diesem Kanal ja schon ein Video zur Französischen Revolution und es gibt auch schon ein Video zu Otto von Bismarck. Aber dazwischen gab es ja auch noch eine Zeit, die für Deutschland sehr, sehr wichtig war. Und nicht nur für Deutschland ist diese Zeit sehr, sehr wichtig gewesen, sondern sie ist auch für euch wichtig, wenn ihr zur Schule geht. Die Revolution von 1848-49 ist ein Thema, das in allen Schularten, in allen Jahrgangsstufen immer wieder auf dem Lehrplan steht. Und deswegen wäre es ganz gut, da ein kleines bisschen Bescheid zu wissen. Ich weiß aber auch, dass es zum Teil sehr durcheinander unterrichtet wird. Und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen Klarheit reinzubringen in diese Sache mit diesem Video. Das übrigens auch interessant ist, wenn ihr schon längst aus der Schule raus seid. Denn die Revolution von 1848-49 hat Auswirkungen, die bis in unsere heutige Gegenwart reichen. Warum, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich habe das Ganze mal zweigeteilt. Zuerst geht es um die Vorgeschichte der Revolution. Man nennt das die Phase der Restauration. Warum, das erfahrt ihr gleich. Und danach geht es dann um die Revolution an sich und deren letztendliches Scheitern. So, jetzt genug der einführenden Worte. Geht direkt los. Wir schreiben das Jahr 1815. Ein Jahr, das man ohne Probleme als eines der wichtigsten Jahre des 19. Jahrhunderts bezeichnen kann, denn in diesem Jahr fand der Wiener Kongress statt. Der Wiener Kongress, habt ihr vielleicht mal von gehört, aber vermutlich wisst ihr nicht so genau, worum es darum ging. Der Wiener Kongress war dafür da, die alte Ordnung wiederherzustellen. Denn in den Jahren vor dem Wiener Kongress, ungefähr 20 Jahre vor dem Wiener Kongress, hat Napoleon in Europa sein Unwesen getrieben. Er hat dort Länder besetzt, er hat Kriege geführt und einige Unordnung reingebracht. Jetzt, 1815, war Napoleon besiegt. Man stand da und sagte, okay, jetzt können wir wieder so weitermachen wie vorher. Die wichtigsten Monarchen Europas haben sich getroffen, um eine neue Ordnung für Europa festzulegen. Das Ganze geleitet von dem Fürsten von Metternich aus Österreich, ein kluger Mann, der die Dinge so ein bisschen in die richtigen Wege geleitet hat. Bei diesen Diskussionen während des Wiener Kongresses ging es unter anderem auch um Deutschland. Ganz logisch, Deutschland war ein wichtiges Gebiet in der Mitte Europas und da musste man natürlich auch gucken, wie geht's weiter. Deutschland war damals allerdings nicht, wie wir es heute kennen, ein Land, sondern Deutschland bestand aus vielen verschiedenen Einzelstaaten. Man hat dann festgelegt, während des Wiener Kongresses, da muss ich was tun. Und man hat die sogenannte Bundesakte verabschiedet. Die Bundesakte war ein Dokument, das alle damit zusammenhängenden Menschen unterschrieben haben und in dem unter anderem stand, die 39 deutschen Einzelstaaten, die vereinigen sich zum sogenannten Deutschen Bund. Das war es aber auch schon mit der Zusammenarbeit. Es gab zwar einige zentrale Institutionen, aber die hatten eigentlich nicht wirklich Macht. Viel wichtiger ist, dass die 39 Einzelstaaten weiter jeder sein eigenes Ding machen konnte. Allerdings, da haben sie dann doch eine Anweisung bekommen durch die Bundesakte. Sie sollten sogenannte landständische Verfassungen verabschieden, diese Staaten. Landständische Verfassung ist nichts anderes als eine Landesverfassung, also eine Verfassung, in der die wichtigsten Regeln des Einzelstaates festgelegt waren. Diese Verfassung war aber nicht einheitlich in den Einzelstaaten, sondern es gab ganz, ganz viele verschiedene Versionen. Zum Beispiel hatte ein Staat so ansatzweise Grundrechte, ein anderer hatte die überhaupt nicht. Und so war das komplett ein Flickenteppich in Deutschland, die ganzen Einzelstaaten, die zwar im Deutschen Bund vereint waren, es war ein Staatenbund, aber kein einheitliches Land. Bis dahin nochmal zusammengefasst, 1815, Wiener Kongress. Beim Wiener Kongress wurde die alte Ordnung hergestellt, man sprach von Restauration und diese alte Ordnung sah unter anderem den Deutschen Bund vor, der ja eine Zusammenarbeit der deutschen Einzelstaaten vorsah, aber das eher auf einer sehr losen Basis. Das ist wichtig, das solltet ihr im Hinterkopf behalten, auch wenn es ein bisschen trockene Theorie ist, aber das brauchen wir später noch. Jetzt könnte man ja zuerst mal sagen, ach, ist doch alles schön hier, Bundesakte, Deutscher Bund, es war alles wieder wie vorher, toll. Nee, war es nicht. Zumindest für viele junge Leute und für viele Intellektuelle, also studierte Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie es politisch weitergehen soll. Die haben nämlich gesagt, also unter Napoleon war zwar vieles nicht so gut, aber was gut war unter Napoleon war, dass viele deutsche Einzelstaaten zusammengelegt wurden und zusammengearbeitet haben. Und die hatten dann so ein bisschen Blut geleckt, diese Menschen, und wollten, dass alle deutschen Einzelstaaten sich vereinen zu einem Deutschland, einem Nationalstaat.
Diese Menschen sind relativ schnell auch zusammengekommen, vor allem die Studenten sind zusammengekommen und haben ab 1815 Burschenschaften gegründet. Burschenschaften, das waren so eine Art Vereine, in denen sich die Studenten regelmäßig getroffen haben und über ihre Ziele diskutiert haben. Man hat alle Nationalstaat-Fans, nenne ich sie jetzt mal, auch zusammengefasst unter dem Oberbegriff Liberale. Aber vor allem waren die Studenten am Anfang die treibende Kraft. Es blieb aber nicht bei Diskussionen und Worten, sondern es folgten auch Taten. 1817 fand zum Beispiel das Wartburgfest statt, eine große Feier auf der Wartburg, bei der die Studenten öffentlich ein Programm diskutiert haben und überlegt haben, wie können wir einen Nationalstaat schaffen, aber es wurde nicht so wirklich konkret. Ein bisschen konkreter war es dann schon 1832 beim sogenannten Hambacher Fest. Da haben sich dann nicht nur Studenten getroffen, sondern auch Bürger, verschiedene Intellektuelle, und man hat so ein bisschen schon mal die Einheit Deutschlands gefeiert, ohne dass es ein vereintes Deutschland gab. Da kamen Leute aus allen deutschen Einzelstaaten und haben sich getroffen und gesagt, wir wollen ein einheitliches Deutschland. Die Farben dieser Bewegung, dieser Nationalstaatsbewegung, waren übrigens Schwarz-Rot-Gold. Schwarz-Rot-Gold waren nämlich die Uniformen des Lützower Freikorps. Lützower Freikorps, das war eine Armee, die gegen Napoleon gekämpft hat, und man hat die als Freiheitsarmee verstanden, und deswegen haben diese Nationalstaat-Fans sich eben diese Farben gegeben. Allerdings muss man sagen, die Nationalstaat-Fans, die konnten nicht so frei agieren, wie sie wollten, und das hatte mit einem Ereignis zu tun, das es 1819 gab. 1819 wurde der Anti-Nationalstaatler Kotzebue umgebracht von einem Studenten. Kotzebue hatte nicht nur einen komischen Namen, er war auch sehr umstritten, er war Schriftsteller und hat immer wieder gehetzt gegen einen Nationalstaat und hat sich viele Feinde gemacht, wurde deswegen umgebracht. Und das hat den Regierenden in den Einzelstaaten den Anlass gegeben zu sagen, so, diese ungeliebten Leute, die unsere schöne Ordnung stören wollen, die nicht wollen, dass es so viele Einzelstaaten gibt, die drängen wir jetzt mal zurück. Es wurden die sogenannten Karlsbader Beschlüsse verabschiedet. In diesen Karlsbader Beschlüssen stand zum Beispiel, Burschenschaften werden verboten, Presse wird zensiert und Leute, die was gegen die alte Ordnung haben, die werden verhaftet, wurden zum Teil dann sogar umgebracht. Also die Karlsbader Beschlüsse waren dafür da, die Nationalstaatsbewegung einzudämmen. Bis dahin nochmal zusammengefasst. Es waren nicht alle Leute mit der alten Ordnung, die beim Wiener Kongress verabschiedet wurde, beschlossen wurde, einverstanden. Vor allem junge Menschen, intellektuelle Menschen waren nicht damit einverstanden. Sie wollten einen Nationalstaat, ein vereinigtes Deutschland mit einer einheitlichen Verfassung. Diese Menschen haben sich in Burschenschaften organisiert, das waren die Studenten, haben sich anderweitig engagiert, wurden dann aber eingeschränkt in ihrer Arbeit durch die Karlsbader Beschlüsse, was aber natürlich nicht dafür gesorgt hat, dass die Unzufriedenheit aufgehört hat. Soweit die politische Seite, also Menschen, die aus politischen Gründen unzufrieden waren. Das waren aber nicht die einzigen. Es gab auch Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen unzufrieden waren und aus gesellschaftlichen Gründen. Das hatte damit zu tun, dass es in den 30er, 40er Jahren des 19. Jahrhunderts eine riesige Bevölkerungsexplosion in Deutschland gab. Die Lebensbedingungen hatten sich verbessert, immer mehr Menschen lebten in Deutschland und dadurch hatten immer weniger Leute Arbeit, denn so viel Arbeit gab es nicht. Die aufkommende Industrialisierung hat auch dafür gesorgt, dass viele Menschen ihren Job verloren haben, weil es diesen Job nicht mehr gab. Ganz krass hat sich das gezeigt 1844 beim Weberaufstand, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Ja, und durch diese Massenarbeitslosigkeit und immer mehr Menschen, die immer weniger Nahrungsmittel zur Verfügung hatten, kam es zu einer Massenarmut. Pauperismus hat man das damals genannt. Und ja, diese armen Menschen, die waren natürlich unzufrieden, hatten Angst um ihr Leben und haben gesagt, das System soll uns beschützen, der Staat soll uns beschützen, aber er schafft es nicht. Das waren also die Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen unzufrieden waren. Da hat sich etwas zusammengebraut. Wir haben einmal sehr, sehr viele unzufriedene Menschen, die Angst um ihr Leben hatten, und wir hatten unzufriedene Menschen, die gesagt haben, politisch kann es so nicht weitergehen. Die haben sich vereinigt und dann kam es zu dem, was viele Fürsten und Könige wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hatten. Anfang 1848 schaute ganz Europa nach Frankreich. Denn auch in Frankreich gab es sehr, sehr viele unzufriedene Menschen. Und diese unzufriedenen Menschen wagten einen Aufstand. Das war so eine Art neue französische Revolution. Und dieser Aufstand hatte auch sehr schnell Erfolg. Da sagten sich viele Menschen in Deutschland, wenn das in Frankreich klappt, dann könnte es auch bei uns klappen. Die Nationalstaat-Fans haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Es gab diese Vereinigung mit den anderen unzufriedenen Menschen und überall in Deutschland brachen Anfang März 1848
Aufstände los. In eigentlich allen großen Städten Deutschlands kam es zu diesen Aufständen, was schon erstaunlich ist, denn klar, es gab damals noch kein Internet, gar nichts, und dass die Menschen sich untereinander so verständigt haben, das ist schon eine Meisterleistung gewesen. Diese Aufstände führten sehr schnell zum Erfolg, denn die Armeen in den Einzelstaaten, die die Aufstände bekämpfen sollten, die waren voller Soldaten, die eigentlich auf der Seite der Revolutionäre standen, und so wurden die Armeen immer weiter zurückgedrängt. Die Monarchen in den Einzelstaaten hatten Angst. Die haben gesagt, oje, wenn das so weitergeht, verlieren wir komplett unsere Macht. Machen wir mal lieber Eingeständnisse. Sie haben zu den Revolutionären gesagt, okay, wir machen das so. Wir lösen unsere Parlamente auf, in denen ja vor allem Adlige sitzen und Menschen, die nicht aus eurer Ecke kommen. Und wir installieren neue Parlamente, sogenannte Märzparlamente waren das, in denen auch ihr Liberale, ihr Revolutionäre Platz habt. Es wurden auch Märzminister ernannt, es waren auch viele Revolutionäre, die dann so ein bisschen das Sagen hatten. Und die Landesherren haben gesagt, na gut, wir ändern unsere Verfassungen ein bisschen und nehmen eure Forderungen mit rein. Das hat den Leuten aber nicht gereicht, denn ihr erinnert euch, diese Leute wollten keine Einzelstaaten, sie wollten einen Nationalstaat, eine Verfassung. Und sie sagten sich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Es trafen sich in Heidelberg verschiedene Anführer der Revolution und haben festgelegt, es soll Wahlen geben in ganz Deutschland, in jedem Einzelstaat. Und diese Wahlen sollen dafür sorgen, dass es Menschen gibt, die eine Verfassung ausarbeiten. Ist ein bisschen kompliziert, aber so läuft das immer. Bevor es eine Verfassung gibt, müssen Menschen gewählt werden, die diese Verfassung schreiben. Die Leute, die Revolutionäre, haben diese Forderung bei den Fürsten in den Einzelstaaten durchgesetzt. Und es gab dann tatsächlich Wahlen überall in Deutschland, zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands, deutschlandweite Wahlen, freie, demokratische Wahlen. Gut, es durften Frauen nicht teilnehmen und so, aber unter damaligen Verhältnissen demokratische Wahlen, bei denen die Menschen festgelegt wurden, die die Verfassung ausarbeiten sollten. Bis dahin nochmal zusammengefasst. 1848 wurde von Frankreich ausgehend auch ein Revolutionssturm in Deutschland losgebrochen. Überall in den großen Städten gab es Revolutionen. Das führte einerseits zu Änderungen in der Verfassung, zum anderen führte es aber auch zu Wahlen, zu einer verfassungsgebenden Versammlung. Eine Versammlung, die eine Verfassung festlegen sollte, die für ganz Deutschland gültig war. Und tatsächlich war es dann auch so, am 18. Mai 1848 haben sich mehr als 600 Männer getroffen, um eine Verfassung auszuarbeiten. Männer, ist richtig, da waren keine Frauen dabei, Frauen durften gerade mal so zugucken bei dieser Versammlung, und was auch noch ein großer Kritikpunkt aus der Bevölkerung war an dieser Versammlung, so 95% bestand diese Versammlung aus studierten, intellektuellen Menschen, nur 5% waren Handwerker, Arbeiter waren zum Beispiel gar nicht beteiligt, man hat das oft spöttisch Professorenparlament genannt. Getroffen hat sich die Versammlung in Frankfurt, weil das relativ zentral lag, da hatten alle ungefähr den gleichen Weg, und in Frankfurt in der Paulskirche. Die Paulskirche hat man deswegen als Location ausgewählt, weil sie sehr geeignet war, sie hatte eine gute Sitzordnung und man konnte da sehr gut miteinander sich unterhalten. Man muss sich jetzt vor Augen führen, diese Menschen haben sich getroffen, die hatten zum Teil ganz unterschiedliche politische Vorstellungen. Das Einzige, was sie geeint hat, war, dass sie eine Verfassung für ein Deutschland haben wollten. Es gab damals noch keine Parteien, da gab es nicht die SPD und die FDP und wen auch immer, sondern es gab Leute mit ähnlichen politischen Interessen und dementsprechend haben die sich auch in der Paulskirche hingesetzt. Also die, die einen Nationalstaat mit Österreich wollten, haben sich in die eine Ecke gesetzt, die einen ohne Österreich wollten, die eine kleindeutsche Lösung wollten, die haben sich in die andere Ecke gesetzt zum Beispiel. Klingt auch erstmal ganz gut. Verfassung, die sitzen da und machen halt mal. Aber das war auch gleichzeitig das Problem, denn die kamen nur sehr, sehr langsam voran. Und während sie da so saßen und diskutierten und schrieben, da ist in Deutschland wieder etwas passiert, was gegenteilig war. Es gab Gegenrevolutionen. Die Monarchen haben versucht, sich ihre Macht wieder zurückzuholen. Und dass dieses Parlament nicht wirklich die Autorität hat, diese Gegenrevolution zurückzuschlagen, hat sich unter anderem während der Schleswig-Holstein-Krise gezeigt. In Schleswig-Holstein war es nötig, die Armee einzusetzen. Der zuständige König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., hat aber nicht das Parlament gefragt, die Paulskirchenversammlung, wie es eigentlich vorgesehen war, sondern er hat einfach mal so die Armee hingeschickt. Und da war schon klar, oh je, die Paulskirchenversammlung hat überhaupt keine Autorität. Und was auch ein großes Problem war, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, in der Paulskirche gab es quasi zwei Fraktionen.
Die einen, die ein vereintes Deutschland mit Österreich wollten, und die einen, die ein vereintes Deutschland ohne Österreich wollten. Es gab großen Streit, man wurde sich nicht wirklich einig und die Versammlung ging oft, ohne eine wirkliche Lösung gefunden zu haben, auseinander. Bis dahin nochmal kurz eine Zusammenfassung. Im Mai 1848 haben sich in Frankfurt in der Paulskirche verschiedene Menschen getroffen, die vorher gewählt wurden, um eine Verfassung auszuarbeiten für ein geeintes Deutschland. Es gab allerdings in dieser Versammlung sehr viele unterschiedliche Meinungen, was schon mal ein Problem war. Und das andere Problem war, dass diese Versammlung nicht wirklich viel Macht über Deutschland hatte. Und relativ schnell haben sich die Monarchen in den Einzelstaaten ihre Macht zurückgeholt. Ihr merkt schon, es geht in eine ungute Richtung für die Revolution. Und den Todesstoß für die Revolution gab es dann schließlich Ende Mai 1949. Da hat nämlich ein Teil der verfassungsgebenden Versammlung in der Paulskirche gesagt, okay, wir einigen uns jetzt auf die kleindeutsche Lösung, wir haben eine fertige Verfassung und laut dieser Verfassung soll Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen die Kaiserkrone über Deutschland bekommen. Aber Friedrich Wilhelm IV. Hat gesagt, hier oben, bei mir im Einzelstaat läuft's wieder, ich habe meine Macht wieder, ihr könnt mal schön wegbleiben, ich will diese Krone nicht. Er hat vom Ludergeruch der Revolution gesprochen, die an dieser Krone hängen würde, und hat sie deswegen abgelehnt. Und damit war klar, diese komplette Sache mit der Verfassung ist gescheitert. Und damit war die Revolution auch vorbei. Überall in den Einzelstaaten galt wieder Business as usual. Es wurde in den Landesverfassungen oft wieder rausgenommen, was man vorher reingeschrieben hatte für die Revolution. Und vieles war genauso wie vorher. Und die Revolution war vorbei. Aber war sie auch wirklich komplett gescheitert? Ganz klar kann man heute sagen, nein, das war es nicht. Die Revolution war zwar vorbei, aber viele Errungenschaften der Revolution haben es bis in unsere heutige Zeit geschafft. Schauen wir uns doch mal die deutsche Flagge an. Welche Farben hat die? Schwarz, Rot, Gold. Schwarz, Rot, Gold, das waren die Farben der Liberalen, der Nationalstaatsbewegung. Hat es also die heutige Zeit geschafft. Oder schauen wir mal hier rein, in das Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Was haben wir da am Anfang? Wir haben die Grundrechte. Und die Grundrechte wurden, als dieses Grundgesetz geschrieben wurde, teilweise wörtlich übernommen aus dem, was die verfassungsgebende Versammlung in der Frankfurter Paulskirche geschrieben hat. Also diese Worte sind zum Teil schon richtig, richtig alt. Mehr als 150 Jahre. Und hören wir doch mal kurz hier rein. Das ist ganz klar die deutsche Nationalhymne. Und dieses Lied wurde geschrieben von Hoffmann von Fallersleben. Ein glühender Anhänger der Nationalstaatsidee, der für seine politischen Worte, die er gefunden hat, 1842 auch aus seiner Heimat Preußen vertrieben wurde. Ein Jahr vorher hatte er aber dieses Lied geschrieben. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Was man heute übrigens nicht mehr singt, sind die anderen Strophen, in denen es unter anderem auch heißt, Deutschland, Deutschland über alles. Im Dritten Reich wurde das missbraucht, da hat man diese Zeilen benutzt als Deutschland, Deutschland über alles, also über alle anderen Länder. In der ursprünglichen Bedeutung von Hoffmann von Fallersleben war das aber so gemeint, Deutschland, also ein einiges Deutschland, geht mir persönlich über alles. Deswegen also auch die Nationalhymne, ein Überbleibsel aus der Revolution von 1848. Ihr merkt, so komplett gescheitert ist sie dann doch nicht. Gibt noch einige andere Dinge, aber das sind so die wichtigsten. Man kann auch sagen, die Revolution von 48-49 war einfach zu früh. Denn einige Jahrzehnte später gab es einen Mann, der das geschafft hat, was vorher vergeblich versucht wurde. Otto von Bismarck hat 1871 Deutschland geeint. Ohne Österreich übrigens. Das ist aber eine andere Geschichte, die erfahrt ihr in diesem Video, wenn es euch interessiert. Das war es jetzt mit der Restauration und der Revolution. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen durchgekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt es gerne in den Kommentaren. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen.